So, willkommen zurück bei den Koten. Auf dem Weg zum Frack. Der Frack geht doch immer. Ja. Also das Ziel einstellen. Ich habe mir gedacht, warum nicht? Wenn das andere Schiffchen weiterfährt, dann können wir uns auch eben. Ja, genau. Jetzt gleich bin ich schuld, dass sie tot sind. Wenn man erst saufen mit Wrack. Kommt die Schaluppe auf uns zu? Ich schau mal eben. Ist jetzt gerade nicht wegen den ganzen Wellen. Da, jetzt. Guck mal da oben. Ich sehe das Wrack gerade nicht. Das war normalerweise vor uns. Ja, aber wie weit noch? So ein bisschen links von uns ist es. Ein bisschen was nur fahren. Okay, die Schaluppe, die fährt weg. Ich muss meine Essenspause unterbrechen. Oh, mein Mann hat Essen gemacht. Achso, ah, okay. Ich wollte eh bloß bis 14 Uhr streamen. Okay, wie viel haben wir denn? 13.06 Uhr, also eine Stunde würde ich noch streamen. Okay. Ja, ich weiß nicht, gehst du dann dabei raus und kommst du? Nee, ich kann ja auch einfach so lange AFK gehen. Mute mich und gut ist. Ja, genau, das kannst du machen. Machen wir das so. Dann fahren wir mal so bis zum Frack und dann entlasse ich dich aus dem Dienst. Juhu, ich bin entlassen. Was sagt das über den Chef aus? Genau, du bist schon am Anker. Yeah. Ja. Ja, Mist. Wieso ist das super? Ja, ganz knapp. Bin sogar auf dem Wrack drauf. Ist doch super. Okay. Na dann bis gleich. Ich mute mich dann so lange, ne? Ja, genau. Super. Viel Erfolg bei der Suche. Bis gleich. Bis gleich. So. Dann tauchen wir mal. Das Wrack der Devil's Rage. Da ist ein Rumpf. Und achte auf die Schaluppe. Ja, genau. Aber das ist vorher vorbeigefahren. Ich glaube, ich gehe nach oben und gucke da. Ja, das kannst du machen. Ja. So, da ist nichts. Da hinten was? Ich glaube nicht. Wo ist denn Luft? Gibt es hier Luft? Also da hinten ist auch nichts im Gefängnis. Okay. Gibt's hier nix. Aua, ich erschrecke. Schauen wir eben nach oben. Gehen jetzt so auf, ertrinken. So. Wieder nach unten. Vielleicht ist er in der Kapitänskajüte was drin. Ja, ich glaube schon. Da ist der Totenkopf. Das ist nix. Okay. Da ist auch nix. Dann ist es da nur Totenkopf. Und vielleicht eben in der beim Kapitän oben. Kann vielleicht sein. Sackmeißig. Servus, einen wunderschönen Morgen. Wir machen heute Espresso Sonntag mit Sea of Thieves. Hast du auch Sea of Thieves? So, stellen wir dazu. Bei Totenköpfe. Wer ist dabei? Ich habe hier Blätter dabei. Zack, und Bananen lagern. Ja, yeah, sehr schön. Ja, ab zum Wrack. Again. Da ist Kapitän. Mal schauen, vielleicht gibt es da irgendwas. Nee. Ich glaube, der Totenkopf ist das einzige. Und die Holzblätter. Natürlich die Holzblätter. Ja. So ein Geisterschiff, wo dann plötzlich auftaucht und jagt. Das wäre mal richtig geil, wo Jagd auf dich macht. Das würde ich geil finden, Anima.
Das wäre cool. Das habe ich letztens auch schon im Stream irgendwo gehört. Hey, wer kommt denn da? Servus? Ah, ich habe bloß zwei Totenkopfschädel dabei. Das ist jetzt nicht so schlimm. Mal schauen, ob der zu mir kommt. Das ist immer noch der, der kommt nicht zu dir. Hm. Der hat auch die Noob-Beleuchtung an. Ja, okay. Passt schon. Okay, nächste Station. Dann hin. Lone Cove. Oder das hier, ja. Dann lassen wir nach Osten. Mahlzeit. Am Outpost vorbei, dann kommt Lone Cove. Oder eine Insel taucht zu bestimmten Zeiten irgendwo auf. Das wäre geil, Anima. Das wäre geil. Dann können wir ja beim Outpost schon mal direkt abgeben. Ja, nach dem nächsten Kampf, würde ich sagen. Okay. Wir haben ja bloß zwei Totenkopfschädel, das ist jetzt nicht so viel. Ja. Ich dachte nur, wenn wir sowieso dran vorbeifahren, weißt du. Naja, der ist nur ein bisschen entfernt. Muss jetzt nicht sein. Aber wir haben... Ja, gut. Fahren wir kurz drüber. Was wir haben, das haben wir. Ich glaube, du wirst übrigens irgendwann aus dem Spiel gekickt. Ich glaube, so nach einer Viertelstunde ungefähr. Wenn du inaktiv bist. Ich bewege mich ja. Ja, aber jetzt, ich wollte gerade sagen, beweg dich einfach ein bisschen und dann passt es. Vielleicht geht's aber, wenn ich dich jetzt einsperren würde ins Gefängnis, dass du dann, vielleicht nicht gekickt wirst. Das könnte vielleicht sein. Oder kennen wir uns nicht aus. Jetzt einfach irgendwo hin. Ich bin an der Insel. Bräuner. Gut. Ich glaube, das reicht. Und zack. Yeah. Da unten jetzt eigentlich noch irgendwas? Nee. Und Platz. Also so eine Insel, die einfach irgendwann auftaucht, Anima, das wäre schon geil. Für Lost ähnlich. Praktisch so ähnlich wie zu den Raid-Instanzen, wo einfach mal die Raid-Instanz auftaucht. Wo ist eben eine ganze Insel. Würde ich cool finden. Vielleicht sogar zum Pushen von so neuen Piraten, dass dann wirklich die vermehrt bei neuen Piraten auftaucht. $199 passt. Dann dürfte es aber nicht nur eine Insel sein. Sondern mehr, ja gut, weil die Map so groß ist, gell? Ja. Stimmt. Und auch, weil ich glaube, es wäre auch cool, wenn du dann so eine Über-Mega-Insel hast, wo dann wirklich mehrere Schiffe zusammenarbeiten müssen, weißt du? Mhm. Mhm. Das wäre, cool. Glaube ich, auch cool. Ja. Oh, ich höre den Kraken. Ich höre mir mal ab und zu.
Das finde ich eigentlich ganz cool, dass man den Kraken immer so hört. Und der kommt dann halt nicht, weil man hört ihn halt, das ist halt ein Seeungeheuer. Der muss ja nicht gleich sofort kommen, wenn man hört. Das finde ich ganz cool gemacht. Wieder. Und zack. 438, das ist cool. Hat sich gelohnt. Ja, Level 12. Ich glaube, die bringen ein bisschen mehr wie die Kisten, wa? Ja, es lohnt sich mehr als die Kisten, das stimmt. Also an sich, du hast also Kisten, die dann einfach so durchschnittlich, sag jetzt mal, ja, was macht das durchschnittlich aus? So 200 Gold, sag jetzt mal. Die Toten ja. Schädel nehmen doch ein bisschen, bringt doch ein bisschen mehr. Zumindest goldtechnisch, pfandtechnisch, ja. Sonst eher die Schatzkisten. Ja, das stimmt, weil man weiß ganz genau, da geht's los. Da hast du das Gold und kannst es heben. Ich meine, die Jagd auf die Totenköpfe dann jetzt auch nicht so anspruchsvoll. Finde ich ja ganz cool so. Eben. Da ja. Ist ein Frack voraus. Hol ich mir gleich mal. Wieder ein Frack. Das dritte heute. Ist das nicht dasselbe? Nee, weil das ist unter Wasser. Und das schaut von mir aus so aus, wie wenn es unter Wasser wäre. Schau jetzt gleich mal. Jo, ist unter Wasser. Da waren wir noch gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange man warten muss, bis neue Schätze droppen. Das ist so ein Frack. Ich hab's gestern öfter mal gehabt. Da habe ich schon gesehen, dass andere auch bei so einem Frack ankern. Und haben bestimmt alle Schätze gehoben. Dann bin ich irgendwann nach einer halben Stunde oder so hin. Da war dann wieder was drin. Das wäre sehr blöd. Hey, mit der Sonne sehe ich jetzt die Möwen gar nicht mehr. Ach, da sind's. Ein bisschen mehr nach rechts. Noch Steuerbord. Lonely Eye. Nicht hin. Ja. Pack voraus. Segel ist im Weg. Jetzt sind wir, glaube ich, da. Ah, jetzt. Okay, ich sehe gerade gar nichts. Egal. Passt schon so? Ja. Aber haargenau. Yes. Ciao. Was fragt der Wrath of, of Hates? Okay, was haben wir denn da? Boah, alles auf dem Kopf. Boah. Ah, da ist wieder Totenkopfschädel. Banane. Nom nom nom. Garstiger Totenkopfschädel. Ja. Yeah. Garstig. Müssen wir ab und zu mal orientieren, wo eigentlich oben ist. Ja, ganz einfach. Zu einer unbestimmten Zeit bekommt jeder, wo in der Lobby ist, eine Nachricht mit einem Rätsel. Ungefähr die Insel auftaucht. Ja, ja, das stimmt, das wäre cool. Eine Nachricht mit einem Rätsel, wo ungefähr die Insel auftaucht, das wäre schon cool. Würde ich witzig finden. Ob irgendwo ein Schiff ist, aber nee. Na doch, dass ich unter Wasser bin.
Jemand versenkt unser Schiff. Also es gibt da schon ziemlich coole Ideen, auch von der ganzen Community. Die haben alle geile Ideen. Keine Dings, keine Kanonenkugel, doch. Warte, wo geht's denn auf? Da geht's denn auf. So. Hier, da ist nix. Wieder da. Ah, Flaschenpost. Ja, willkommen zurück. Danke. Uns gleich mal Flaschenpost geklaut. Da ist nix. Okay, das Wrack ist... Ah, doch. Das ist ein Schatz. Und du hast nochmal einen Totenkopfschädel. Den kannst du gleich holen. Ganz im Unterdeck unten. Aber in der Mitte. Links oder rechts vom Schiff? Wo ist das Wrack? Weiß ich jetzt gerade nicht. Warte mal. Ich glaub links. Ja. Oh, oh. Auch, ja. Ach, aber nein. Du hast die Kiste fallen lassen. Macht nichts, die kommt noch oben. Ich bringe sie gerade hoch. Ah, okay. So können wir es auch machen. Tada! Ah, danke schön. Er ist ja noch diesen Totenschädel holen, ne? Hm, genau. Wo ist der? Hey, da ist ein Schiff. Im Unterdeck, Mitte ungefähr, auf der linken Seite, wenn du kommst. Alter, ist das verrannt. Unterdeck. Ganz unten. Oh, der ankert. Ja. Genau. Der ankert neben uns. Ups. Ah, da. Ja. Ein Hasserfüllter. Ein Hasserfüllter sogar, ja. Ich ersticke. Ist so. Wenn du zum Tod bist, lass dich lieber fallen, wie ich vorher. Hol dir mit der Banane ein bisschen Lebensenergie. Beobachte dabei unseren Freund da drüben, unseren Nachbarn. Bin zwar rot, aber bin da. Oh, okay. Ja, ich habe Bananen. Ich auch. Super. Hab sogar gerade noch einen im Boot eingesammelt. Ah, super. War das alles da drin? So, das war alles, ja. Okay. Ja, das war jetzt so tief, deswegen. Ja, wo ist denn unser Nachbar? Oh, guck mal, da ist auch ein Hai. Oh, naja, jetzt ist er wurscht. Sind wir draußen. Ciao, Hai. Ja, genau, der ist tot. Ja, yeah, hast ihn erwischt. Ja, ja. Das mit der Schrotkanone. Ja, easy. Einfach runterhalten. Mhm. War ja direkt am Boot. Achso. Und wo hast du jetzt ein Schiff gesehen? Das war. Moment. War jetzt gerade nach Norden erstmal. Ich kletter mal hoch. Ich glaube, der ist hinter uns. Der ankert gerade. Kletter hoch, dann sehe ich's. Genau. Ah, den sieht man gerade nicht. Der ist hinter den Steinen, hinter den Felsen. Jetzt sieht man gleich wieder. Bei der Nachbarinsel hinter den Felsen. Ja. Ja, der Anker. Ich glaube, das ist der Outpost da, ne? Echt? Ich dachte, das ist ja Schatz in der normalen Insel. Weiß ich nicht. Du fährst in die richtige Richtung? Ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen ein bisschen nach links. Komm runter und helfe gucken. Mal schnell. Gucken. Ja, nach links muss ich. Schauen, wo wir jetzt genau hin müssen. Direkt die Insel vor uns. Achso, stimmt, das ist ja nur. Ziel ist einfach nur die Insel. Ja. Ja. Yeah. Golden Cove. Segel bitte hoch. Hälfte oder ganz hoch. Okay, jetzt können wir gleich einen Anker setzen. Und Anker. Yeah.
Super. Bis gleich bei der nächsten Folge. Mhm.